Herzlich willkommen zum ersten thematischen Podcast für das Seminar Einführung in die deutsche Sprachwissenschaft. Wir arbeiten auf der Basis der Grundlagenliteratur das Thema Phonetik und Phonologie. Und gewissermaßen ist dieser Podcast möglicherweise selbst schon Untersuchungsobjekt für phonetische und phonologische Fragen, die sich also mit der Artikulation und Lauthervorprägung und der Systematisierung von Lauten beschäftigen. Aber mir steht nicht die technische Ausrüstung zur Verfügung, um eine weiterführende Analyse anzubieten. Jedenfalls soll der Podcast Ihnen erste Hilfe und Orientierung bieten und ich hoffe, das gelingt zusammen mit der Grundlagenliteratur. Der Podcast ist wie folgt aufgebaut. Ich werde zunächst einleitend einmal kurz auf das Inverted Classroom Model zu sprechen kommen in Vorbereitung auf die nächste Sitzung. Dann etwas ausführlicher die Grundlagenliteratur für das Thema Phonetik und Phonologie vorstellen und dann direkt zu einem Beispiel überleiten, der sogenannten forensischen Linguistik oder forensischen Phonetik hier spezieller. Und daran werde ich Ihnen ein konkretes mögliches Anwendungsfeld für phonetische und phonologische Fragen vorstellen. Daran anschließend werde ich die Grundlagen der Phonetik und Phonologie, so wie wir sie im Seminar aufschließen, vorstellen. Und abschließend nochmal auf die Ressourcen und Verweise eingehen, die ich hier in diesem Podcast verwende. Das Inverted Classroom Model, wie in dem eigenen Podcast bereits vorgestellt, den Link finden Sie im Blogpost, soll Sie als Studierende aktivieren. Während ich mich als Dozent zurückziehe, lösen Sie gemeinsam Übungsaufgaben, die ich Ihnen in der Sitzung am 8. November stellen werde. In der Sitzung vom 22. November werden wir die erste Sitzung aus und so sind so dem methodischen Dreischritt Introduction, Exercise, Evaluation gefolgt, in die das Inverted Classroom Model eingebettet ist. Für die selbstständige Erarbeitung des Themas ist die Lektüre und der Besuch der Vorlesung zum Seminar verbindlich. Im Studienbuch Linguistik lesen Sie bitte die Seiten 461 bis 91. Sie können den Ausspracheduden auf den Seiten 9 bis 33 hinzuziehen. Also hier werden nochmal vor allen Dingen die IBA-Zeichen auch detailliert dargestellt. Und darüber hinaus bietet die germanistische Linguistik von Busch und Stenschke ein Kapitel zur Phonetik und Phonologie, das Sie ebenfalls hinzuziehen können. Im Reader wird das Thema auf den Seiten 23 bis 29 behandelt. Zu dem Einstiegs- und Anwendungsbeispiel. Leider ist es mir nicht möglich, hier direkt den WDR-Beitrag für Quarks und Co. der Stimmenentschlüssler einzubetten. Ich verweise deswegen auf eine YouTube-Quelle, in der der Beitrag angeboten wird. In der sendereigenen Mediathek oder der Mediathek der ARD sucht man den Beitrag leider vergeblich. Den Link finden Sie entweder in den Ressourcenverweisen ganz am Schluss des Podcasts oder in den Links, die unter diesem eingebetteten Video im Blogpost noch einmal separat aufgelistet sind. Dort ebenfalls verlinkt ist ein Wikipedia-Eintrag zu der im Beitrag verwendeten Sage der Nordwind und die Sonne, die für dialektlinguistische Untersuchungen eine wichtige Vorlage ist. Aus welchem Grund, das können wir gerne im Seminar noch diskutieren. Jedenfalls können Sie in dem verlinkten Beitrag den kompletten Text noch einmal nachvollziehen. Wie im Beitrag der Stimmenschlüssel zu sehen und zu hören, ist die Phonetik an der konkreten Realisierung sprachlicher Laute interessiert. Phonetische Analysen folgen den Fragen, was sind Laute und wo und wie werden diese hervorgebracht? Wenn Sie sich an die einführende Sitzung erinnern, in der ich auf die Saussurischen binären Konzepte hingewiesen habe, und auf die Scheidung zwischen Realisierung und Systemebene, die sich unter anderem in den Begriffen der Langue und Parole niederschlägt, so können Sie auch hier sehen, dass dieser Binarismus nicht nur für die Sprachbeschreibung seine Wirkung entfaltete, sondern auch in der Etablierung von Forschungsbereichen. Die Phonetik setzt sich nämlich mit der Frage nach der konkreten Realisierung sprachlicher Laute auseinander und die Phonologie beschreibt die Systemebene der Laute. Sie beschreibt eben nicht Phone, sondern Phoneme, die man auch als kleinste bedeutungsunterscheidende Einheiten des Sprachsystems bezeichnet.
Analog zur Unterscheidung auf akustischer Ebene lässt sich dies auch für die Beschreibung der geschriebenen Sprache vornehmen, die wir im Seminar zu einem späteren Zeitpunkt behandeln. Wichtig und zentral ist für Sie das Wissen darüber, dass Phoneme, noch einmal als Systemeinheiten, die kleinsten bedeutungsunterscheidenden Einheiten des Sprachsystems sind. Kommen wir nun konkret zu einigen wichtigen Aspekten der Phonetik. Ich kann hier nur schlaglichtartig auf einige Aspekte eingehen und ich werde Ihnen auch nicht das gesamte internationale phonetische Alphabet vortragen am Beispiel, sondern möchte tatsächlich nur einige Beispiele anführen, die Ihnen zur Vorbereitung dienen können. Beginnen möchte ich mit der Hervorbringung von Vokalen. Vokale werden gebildet dadurch, dass Luft an den Stimmbändern vorbeiströmt und diese in Schwingung versetzt, woraus auch folgt, dass alle Vokale stimmhaft sind. Der Luftstrom wird dabei, anders als bei den Konsonanten, nicht behindert. Die Vokalunterschiede ergeben sich im Wesentlichen durch die Zungenstellung und die Art der Mundöffnung, wie im linken Schaubild dargestellt. Aus der Zungenstellung können Sie das sogenannte Vokaltrapez ableiten, welches der Zungenposition auch die Bildung verschiedener Vokale zuordnet. Die Hochzungenvokale sind I, Ü, U, Tiefzungenvokale A und O. Ausgleichend mit dem geringsten Aufwand realisieren Sie den Mittelzungenvokal E. Die Einteilung der Konsonanten ist von einer Vielzahl von Faktoren abhängig. Zunächst können Konsonanten stimmhaft oder stimmlos realisiert werden. Dies erfühlen Sie, indem Sie mit den Fingern den Kehlkopf berühren. Das S in Sonne beispielsweise wird stimmhaft mit schwingenden Stimmbändern realisiert, während es in Essen stimmlos realisiert wird. Die zwei wichtigsten Wege für den Luftstrom gehen entweder durch den Mund, oral, oder die Nasenhöhle, nasal. Die zwei wichtigsten Nasale sind M und N. Geht der Luftstrom durch den Mundraum, kann er an zahlreichen Stellen weiter behindert werden. Den Zähnen, den Lippen, dem Gaumen und dem Zäpfchen. Diese Artikulatoren werden nicht aktiv eingesetzt, sondern werden im Zusammenspiel mit der Zunge erst zum Artikulationsort für Konsonanten. Eine detaillierte Übersicht dazu finden Sie in der Grundlagenliteratur und vor allem auch im Reader zum Seminar auf den Seiten 25, 26 und 27. Schließlich lassen sich Konsonanten weiter nach der Artikulationsart differenzieren. Man unterscheidet Plosive, die sogenannten Verschlusslaute, Frikative, Reibelaute, Affrikaten, Liquide und Gleitlaute. Einen sehr guten Eindruck vom Zusammenspiel der Artikulationsorte und Organe beim Sprechen vermittelt die verlinkte MRT-Aufnahme. Den Link dazu finden Sie ebenfalls im Blogpost unterhalb des eingebetteten Videos. Mit der Transkription von Lauten werden Sie sich in der Sitzung am 8.11. konfrontiert sehen. Nutzen Sie hierfür bitte die IPA-Zeichen, wie sie Ihnen im Reader zur Verfügung gestellt werden oder in der angegebenen Einführungsliteratur. Achten Sie bitte darauf, dass es hinsichtlich der Standardisierung des IPAs dennoch zu Abweichungen kommt, da jede Literatur andere Schwerpunkte setzt auf die Art und Weise, wie Laute transkribiert werden. Setzen Sie deshalb bitte noch einmal auf die im Reader zur Verfügung gestellten Zeichen. Gehen wir von der Phonetik zur Phonologie. Ihr Anliegen ist die Beschreibung der Stellung der einzelnen Sprachlaute im Hinblick auf ein Sprachsystem der jeweiligen Einzelsprache. Um Phoneme, die kleinsten bedeutungsunterscheidenden Einheiten, zu ermitteln, bedient man sich in der Regel zweier Verfahren. Zum einen kann man größere Lauteinheiten auf syntagmatischer Ebene zerlegen, also man bestimmt quasi das Kontrastverhältnis zwischen einzelnen realisierten Lauten. Auf der anderen Seite durch Opposition auf der paradigmatischen Ebene. Dies gelingt dann durch Ersetzung, Segmentierung und so ist es möglich, sogenannte Minimalpaare zu bilden. Wenn Phoneme die kleinsten bedeutungsunterscheidenden Einheiten einer Sprache sind, dann muss es Wörter geben, die durch die Ersetzung eines Phonems derart verändert werden, dass sich deren Bedeutung grundlegend ändert oder umgangssprachlich man ein anderes Wort vor sich hat. Diese dann entstehenden Paare nennt man Minimalpaare. Im Beispiel sehen Sie, dass immer ein Phonem, angezeigt durch die Schrägstriche im Gegensatz zu den eckigen Klammern der realisierten Phone, ersetzt wird und so ein anderes Morphem, um vorwegzugreifen, dies sind die kleinsten bedeutungstragenden Einheiten des Sprachsystems, entsteht. Wort, wird, Wort, dort, Wort,
wollt. Lassen Sie sich dabei nicht täuschen von der Konsonantendopplung im Schriftbild von wollt. Phonetisch und phonologisch ist das vollkommen unerheblich. Graphematisch allerdings ist dies relevant. An diesem Beispiel können Sie ebenfalls erkennen, dass keine direkte Phonem-Graphem-Korrespondenz besteht. Wir schreiben eben nicht, wie wir sprechen. Ein Phon ist also das kleinste Element einer Lautfolge, während ein Phonem auf der Systemebene als das kleinste bedeutungsunterscheidende Element einer Sprache angesehen wird. Allophone sind Realisierungsalternativen eines Phonems, und das möchte ich abschließend noch einmal an den Beispielen des Ich- bzw. Ach-Lautes und dem uvularen bzw. apikalen R illustrieren. Ich- und Ach-Laut sind komplementär distribuiert im Sprachsystem. Das können Sie sich an einer Beispielreihe deutlich machen. Bach, doch, Buch, Milch, tüchtig, möchte, manche und ich. Ich und Ach sind also zwei Allophone eines Phonems, die komplementär distribuiert sind. Anders verhält sich dies beim uvularen und apikalen R. Diese sind regional gebunden, freie Varianten eines Phonems. Der Podcast hat nur einige zentrale Elemente aus den Bereichen der Phonetik und Phonologie aufgegriffen. Keinesfalls ersetzt er die eingangs angesprochene Grundlagenlektüre, die auch genau im Reader zum Seminar aufgestellt wird, und das eigenständige Üben. Ich möchte Sie bitten, dass Sie sich schon einmal mit dem internationalen phonetischen Alphabet, dem IPA, vertraut machen und an ersten Ausdrücken selbst eine Transkription versuchen. Sie können sich sehr gern orientieren an den hier verwendeten Ausdrücken, nämlich zum einen denen zur Bildung von Minimalpaaren und zum anderen an der freien Distribution des apikalen und uvularen Rs und natürlich an der komplementären Distribution von Ich- und Ach-Laut. Beide sind gern genutzte Beispiele, um den Status von Phonemen als bedeutungsunterscheidenden Einheiten anzuzeigen. Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei der Vorbereitung und freue mich auch auf den 8.11.